Ganz herzlich willkommen zu einem ganz anderen Video heute. Ich habe in vielen Videos schon über Grün erzählt, weil jeder Strauß wäre ja eigentlich lang nicht so schön, wenn er nicht mit schönem Grün gebunden wäre, weil das Grün sorgt ja dafür, dass die Blüten gefächert schön platziert werden. Anders ist das natürlich in Brautsträußen, die sind oft Blüte an Blüte, aber ein normaler Blumenstrauß, da macht das Grün und wie der gebunden ist unglaublich viel Stimmung und Wirkung. Und ich wurde schon gefragt, ob ich nicht mal ein Video zum Thema Grün machen möchte. Da habe ich gedacht, ja, coole Idee, genau das mache ich und deswegen gibt es heute dieses Video. Ja, es gibt unheimlich viele, viele Grünsorten und man sieht immer bei mir so im Hintergrund von meinem Video, dass hier alles, man sieht nur grün, grün, grün. Aber welche Bedeutung diese vielen Sorten haben, da habe ich gedacht, das erkläre ich heute mal. Und ich sage das jetzt erstmal anhand von dem Strauß. Es gibt Grünsorten, mit denen wir im Strauß füllen, also im Strauß fächern. Es gibt Grünsorten, die außenrum gebunden werden. Es gibt auch langes Grün für lange Sträuße. Es gibt ganz viele Gräser. Und mal alles der Reihenfolge nach, deswegen fange ich jetzt auch mal an mit Grün, das wir nehmen, um im Strauß zu füllen. Weil nachher komme ich zum Randgrün, komme ich nachher. Ja, wenn ich einen Strauß binde, dann nehme ich sehr gern zum Füllen Pistazie. Pistazie, ja, man sieht hier, die wächst immer so ein bisschen wild und wir teilen das immer schön in so Abschnitte, um das zu bändigen. Aber Pistazie ist ein sehr schönes Grün und ich gehe mal so ganz gern noch zu einem Strauß. Hier sieht man auch, die ist jetzt hier so dazwischen. Ja, das sieht natürlich dazwischen ganz anders aus. Nehmen wir auch sehr gern Efeu. Efeu ist wunderschön. Und am besten ist es natürlich so, sieht es auch aus, wenn man den mal geschnitten hat. Und ich teile auch ruhig mal im Video jetzt so, wie ich das auch gern teile, um das in Sträuße zu binden. Dann nehme ich zum Beispiel, schön ist immer, wenn man so einen Stiel hat. In der Stiel, da ist kein Grün, weil wir wollen ja keins in der Bindestelle. Und dann machen wir auch beim Efeu, die Blätter sind ja auch schon für so Mini-Sträußchen wunderschön in dem Fall. Aber dann habe ich so buschelige Kronen und man kann sich schon fast vorstellen, damit kann man also auch sehr, sehr schönen Strauß binden. Und wir brauchen immer was Buschiges für die Mitte. Was man auch in, darf der Strauß jetzt nicht so klein sein, kann man aber auch sehr schön dazwischen binden, ist eine Akuba. Das ist aber eignet sich auch sehr schön als Randgrün und habe ich hier in dem Strauß zum Beispiel als Randgrün genommen, dass die Blätter so schön stammförmig auseinanderlaufen. Also ist bedingt geeignet für die Mitte. Ich binde es eher am Rand meistens. Dann gibt es natürlich das große Thema Grün, das ich zwischenbinden kann. Da habe ich im Moment noch schönes Getreide. Kann ich auch auf mein Getreidevideo verweisen. Sommerstrauß mit Getreide. Sehr, sehr schön, wie man das Getreide verwenden kann. Und was man auch im Strauß dazwischen binden kann, ist ein Gras, ein sogenanntes Wuschigras. Ich habe auch mal ein Video gemacht über das Wuschigras und habe dann auch den Bestelllink für die Samen. Also man kann das wirklich selber anbauen. Und es ist ein Traum, wie schön das dann ist. Egal, ob man das lang bindet, ob man ein bisschen Kamille dazu und Rosen oder ob man es im Strauß zwischen die Blüten dazwischen zieht, lässt sich alles sehr, sehr schön arrangieren. Dann gibt es, ich muss immer gucken, was ich jetzt zuerst nehmen soll, es gibt sehr schönes Grün für lange Sträuße. Das ist natürlich, der sich großer Beliebtheit erfreut, das ist der Eukalyptus, den es in unglaublich vielen Sorten gibt. Also es gibt nicht nur diesen runden, es gibt auch mit so länglichen, geschlitzten Blättern. Es gibt so viele Eukalyptus-Sorten, ich habe die überhaupt nicht da, weil es wäre jetzt ein bisschen viel. Dann kann ich sehr schön für lange Sträuße dazu binden. Das ist Ruskus, wird auch sehr gern genommen. Auch schön, dass es so eine Lässigkeit hat, diese Blätter. Und ich würde den auf jeden Fall für lange Sträuße nur nehmen, weil den zu kürzen, in einen kurzen Strauß, ist es natürlich schade, weil wir bezahlen auch immer dafür, dass was lang ist. Ja? Und wenn man das in Stücke klein schneidet,
dann ist es eigentlich Kapitalvernichtung. Muss ich ja echt mal so sagen, so ganz ehrlich. Dann gibt es Gräser. Gräser ist ein ganz, ganz großes Thema. Und ich bin bei meinem letzten Großmarkteinkauf extra hergegangen und habe mal verschiedene Gräser gekauft, weil ich wollte die gerne im Video zeigen. Das ist ein, genau, das ist auch im Auge schön, das ist ein Berggras. Das lässt sich auch sehr schön um Sträuße, um größere Sträuße herum gestalten. Oder man hat nur eine Lilie und nimmt so ein paar Gräser von dem Berggras. Das ist ein sehr, sehr schönes Gras, hält auch gut. Und man sieht auch das Feld auch ganz toll und lässig. Sehr ansprechend, um Sträuße zu gestalten. Wenn ich dieses Grün jetzt erstmal hier aufbewahre, mache ich ganz wenig Wasser rein, weil die Gräser, die halten sonst nicht so gut. Und da empfiehlt es sich doch, nicht so viel Wasser reinzumachen. Hier habe ich ein Lilligras. Das ist auch, das ist ganz toll. Hält super und ist so ein bisschen breiter und hat immer von Natur aus hat so eine schöne Schwungform, die auch, auch in Brautsträußen oder man zieht so ein Gras mal im Strauß oben drüber und, oder eben auch zu einer Einzelblüte. Sehr, sehr schön, sehr haltbar. Dann gibt es ein Typha-Gras. Wahnsinn, was es alles gibt, gell? Das ist ein Typha-Gras. Das ist so schön breit. Ich kann das theoretisch auch halbieren, indem ich einfach mit einem Messerchen durchgehe in der Mitte, das halbiere. Und dieses Typha-Gras, das kann ich auch sehr wirkungsvoll arrangieren, wenn ich eine Blüte habe, eine längere Blüte. Moment, was nehme ich jetzt? Ich stelle mir mal vor, das wäre jetzt meine lange Blüte. Ist ja egal, ist nur ein Ast, aber es macht nichts. Und das Typha-Gras lässt sich zum Beispiel dann auch ganz toll arrangieren, indem ich das in so einen Bogen nehme. Ja, dann kann man so einen Bogen dazu. Oder zu einer langen Lilie. Ach, ich glaube, das ist ein extra Video noch. Also da kann ich noch ein bisschen was machen. Wollt ihr mehr Arrangements mit Gräsern sehen? Schreibt es einfach in die Kommentare. Also da gibt es noch, da gibt es super Gestaltungsvarianten. Einfach, wirkungsvoll. Und, aber ich hätte gern eure Meinung. Hier habe ich auch noch was, also es ist auch eine schöne Pflanze, die es auch gibt. Das ist ein Schachtelhalm, das ist eigentlich eine Sumpfpflanze. Und dieser Schachtelhalm, da kann man einen Draht reinmachen und kann den dann nach Wunsch mit Draht biegen. Also das sind auch wirklich Arbeiten oder Gestaltungsmöglichkeiten. Ich glaube, die Videoideen, die gehen mir nicht aus. Und das wäre nochmal ein extra Thema. Dann gibt es auch für längere Sträuße ein sehr schönes Grün, das man drumherum machen kann. Und zwar, das ist eine sogenannte Schusterpalme. Ich konnte es gar nicht alles auf meinen Tisch machen, was ich an Grünsorten habe. Weil das ist wirklich ein riesiges Thema. Schusterpalme oder auch Aspidistra genannt. Die gibt es in groß und in klein. Und die kann man natürlich auch zu einer langen Blüte, kann man das Aspidistra-Blatt so arrangieren. Und dann gibt es noch ganz tolle Arbeiten, wie man das schlingen kann. Man kann das so gebogen auch in den Strauß zwischen die Blüten mit reinarbeiten. Bisschen Blattglanz drauf, dann ist es immer schöner. Ich habe gerade nach dem Blattglanz gesucht, der ist zu weit weg, egal. Aber das gibt immer noch viele Sachen für neue Videos. Ich darf nicht alles auf einmal verraten, aber Schusterpalmen sind sehr, sehr ansprechend. Und ach, hier finde ich noch eine weitere Gräserart. Das ist ein sogenanntes Stielgras. Stielgras ist in der Tat auch ein bisschen fester, aufrechter, ist jetzt nicht so schwingend wie diese anderen Gräser, das Lilligras und das Berggras, und ist sehr, sehr elegant und sehr, sehr schön zu Lilien oder zu Allium. Manchmal gilt auch wirklich, weniger ist mehr, und man braucht nur wenige Gräser, um diese Blüten toll und puristisch zu arrangieren. Dann gibt es ganz viel Grün, das ich um einen Strauß außen herum, das zeige ich jetzt mal. Am besten sieht man sowas immer, wenn man mal einen Strauß umdreht.
Genau, da ist ein Kirschlorbeer mit ein bisschen Löchern, den machen wir weg. Aber es ist halt Natur. Das sind Aralienblätter. Und damit die gut halten im Strauß und damit die, manchmal werden die auch ein bisschen weich, deswegen werden die gestützt von entweder von Salal oder einfach aus dem Garten vom Kirschlorbeer. Und das ist, und dieses, ein schöner Rand, den man um den Strauß arbeitet, der macht sehr viel Wirkung und der macht natürlich auch optisch mehr aus dem Strauß. Und das gibt es leider Gottes entweder nur als Zimmerpflanze, aber das ist eine tropische Pflanze in dem Fall. Das ist eine Aralie, ein Aralienblatt. Das gibt es analog zur Schusterpalme, die es ja auch in groß und klein gibt. Gibt es auch die Aralienblätter, etwas größer und etwas kleiner. Es gibt auch noch sehr große, die habe ich aber jetzt nicht da. Es gibt eh noch viel, viel mehr. Aber die Aralienblätter, also es ist jetzt auch ein richtig schön festes, ja, man merkt, das ist so richtig, das wippt schon zurück, wenn ich da drüber streiche. Sehr, sehr schöne, es ist dann ein sehr schöner Rand für die Sträuße. Dann gibt es auch noch ein heimisches Grün, das hole ich gerade mal hier vorne auf den Tisch, kann man es besser sehen. Das sind Vergenienblätter. Vergenie lieben leider Gottes auch die Schnecken sehr, aber auch das lässt sich wunderschön, wenn hier die Blüten sind, wunderschön um die Sträuße herum arrangieren mit seiner runden Form. Das ist schön fest und Vergenienblätter sind sehr begehrt und sind auch sehr, sehr wertvoll. Es ist also kein billiges Grün und es gibt auch Vergenienblätter wieder von ganz klein bis groß und groß kann man auch sagen, das ist wirklich jetzt schon ein größeres Exemplar. Gibt es aber auch noch größer. Ja, also muss man sich einfach die Größen zu dem Strauß, den man jeweils machen möchte, muss man sich die Größen aussuchen. Aber das ist jetzt so ein kleines Schatzkästchen, das muss ich schon sagen. Dann gibt es natürlich aus dem Garten schöne Grüße an die Fungienfans. Das ist jetzt auch eine wunderschöne Fungienart. Und auch die lassen sich sehr schön um größere Sträuße arrangieren. Fungienblätter gibt es in größer, in kleiner, also gibt es viele Größen, viele Arten. Man sieht, das ist hier eine Art, die so ein bisschen länglich ist. Dann gibt es noch, das ist jetzt eine Art, die so einen gelblichen Rand hat. Also Fungienblätter sind auch ein Traum und diese Pflanzen sich im eigenen Garten anzubauen, das ist sehr, 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 sehr schön. Und es macht richtig, richtig Spaß, die treiben zu sehen. Für kleinere Sträuße kann man auch in der Natur schöne Efeublätter finden. Efeublätter sind, wenn die so groß und so fest sind, dann sind die auch um so einen kleineren Strauß. Ah, ist immer schön, wenn ich das Beispiel, also hier sieht man zum Beispiel, das sind Efeublätter, die um den Strauß herum gebunden sind. Und wenn man die so drumherum legt, hat man eine sehr, sehr schöne Grünmanschette, nur mit diesen Efeublättern. Und das sind jetzt natürlich die wahre Prachtexemplare. Deswegen werden die auch, selbst wenn ich einen Efeu habe, also toll sind die natürlich, wenn die so breit sind. Ja, dann kann man viel abdecken um den Strauß rum. Das sind ja auch, ich bin ja auch sehr wählerisch mit meinem Grün. Und wenn ich so tolle Sachen habe, das ist auch immer echt ein Highlight. Dann gibt es auch für kleinere Arbeiten, für Brautsträuße, um das drumherum zu arbeiten. Das sind sogenannte Galaxblätter. Die gibt es in grün und auch in dieser rötlichen Ausfärbung. Es ist wirklich eine Tagesform, in welcher Farbe die kommen. Also hier sieht man ein grünes Exemplar neben einem rötlichen Exemplar. Und manche sagen dann, ach, ich hätte gern die rötlichen Blätter. Ich hoffe dann immer, dass ich die bekomme. Ja, hier ist dann eine noch deutlichere Ausprägung von der Farbe her, weil es ist wirklich auch oft so im Großhandel, es gibt, was es gibt und es gibt auch, was die Natur so hervorbringt. Und leider gibt es nicht immer die Auswahlmöglichkeit. Und wenn ich das dann alles so bekomme, wie die Kunden das gern wollen, dann bin ich sehr, sehr glücklich und finde es auch ganz toll. Hier habe ich auch noch ein paar kleinere Vergenienblätter. Ja, das sind dann wirklich so Minis für kleine Sträußchen. Das sind auch sehr, sehr schön. Also es gibt wirklich alles von groß bis klein. Und
Ich glaube, jetzt habe ich auch ziemlich viel. Jetzt habe ich alle meine Grünsorten mal erklärt. Und um den, was ich habe es schon angesprochen, mit den Aralienblättern, um gewisse Blätter zu stützen. Gerade jetzt, wenn ich hier diese schöne Fungienart, dass die am Strauß, dass die Blätter auch ja, schön am Strauß, diese Blätter, die großen nach außen gehen und dass die auch so bleiben und gestützt werden. Dafür nehme ich sehr gern entweder Salal, den ich im Moment nicht da habe, oder tatsächlich den guten Kirschlorbeer im Garten. Und es lohnt sich also, den Kirschlorbeer nicht sofort zu stutzen, wenn der vielleicht so ein Stück aus der Hecke rauswächst, sondern ruhig Stücke lassen, die auch mal so eine Länge haben ungefähr. Dann kann man die auch für Sträuße verwenden. Und wichtig ist aber hierbei, weil Kirschlorbeer haben ja ganz, ganz viele, wichtig ist eigentlich beim Kirschlorbeer, dass der so ein bisschen ausgereift und ein bisschen dunkel ist. Und wenn der so hellgrün und ganz frisch getrieben ist, dann hält er im Strauß nicht, dann kann man den nicht verwenden. Dann wird er nämlich sofort schlappi und dann macht man auch die unteren Blätter ab und dann kann man diese Stücke, ja, ich würde den jetzt zum Beispiel hier schneiden. Moment, ich mache es einfach mal. So. Und wenn man den jetzt hier schneidet, hat man aus diesem einen gegabelten Stück zwei Stücke, die man auch schön um die Sträuße rumlegen kann. Und das ist ein ganz tolles Grün zum Stützen. Ja, zum Stützen der anderen großen Blätter, die ich ja dann sehen will. Also der ist eigentlich, hat nur Funktion und ist gar nicht so sehr, dass der gesehen wird. Oder ich lasse die Blätter eben rausgucken und dann, dass man nur Kirschlorbeer sieht, weil das ist jetzt eine spitzere Sorte und es gibt auch eine rundere Sorte, die von den Blättern her auch etwas runder ist. Der hier ist etwas runder, also auch da gibt es ganz viele Sorten. Und ich glaube, wenn man diese Grünsorten so sieht, die verschwinden bei ganz vielen Leuten einfach in den Grünmüll, wenn die geschnitten werden. Und es lässt sich so unglaublich viel daraus gestalten. Und genau diese Ideen möchte ich dir geben im Video, dass du einen Blick entwickelst, was man für tolle Grünsorten nehmen kann und dass die eben nicht in der Tonne landen und dass die so schön verwendet werden können, um einfach die schönsten Sträuße daraus zu gestalten. Mit dem Grün, das bei dir im Garten wächst. Ja, ich beantworte gerne weitere Fragen zum Grün und Anregungen oder was dich so beschäftigt oder probier es einfach aus. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei. Kleiner Hinweis noch: Pistazie gibt es bei uns nicht. Pistazie kommt tatsächlich meistens aus Tunesien, spanische Länder, aber Pistazie kann man nicht im Garten anbauen. Also das ist ein Grün wirklich, das muss auch gekauft werden beim Floristen und wir kaufen das im Großmarkt. Ja, das war mein Video heute zum Thema Grün und ich habe dir einfach mal meine große Grüngalerie erklärt und ich hoffe, dir hat mein Video gefallen und ich freue mich über die Kommentare und ich freue mich auch zu hören, wie du dein Grün aus deinem Garten jetzt verwenden kannst oder auch von Freunden und wie du Ideen entwickeln kannst, was man alles toll nehmen kann. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und sag Tschüss, bis zum nächsten Video und alles Liebe. Ciao.